Ursula von der Leyen ist ja auch den anderen Fraktionen, um deren Zustimmung sie wirbt, ein bisschen entgegengekommen. Arbeitslosenversicherung in Europa, europäischer Mindestlohn, sind das nicht alles Dinge, die Sie als Fraktion der Christdemokraten gar nicht so toll finden? Gut, klar ist, wir müssen uns immer diskutieren, wie sieht die konkrete Ausgestaltung aus, aber Ursula von der Leyen braucht eine Mehrheit. Wir haben als europäische Christdemokraten ungefähr 25% der Sitze im Europäischen Parlament. Das heißt, wir müssen hier Kompromisse eingehen, aber klar ist, all diese Sachen laufen nicht bedingungslos. Hier gibt es klare Rahmenbedingungen und da wird auch Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin Kurs halten. Wie haben Sie den ganzen Prozess empfunden jetzt nach den 2 Wochen? Es ging ja rasend schnell. Vor 2 Wochen hat noch fast niemand Sie auf der Liste gehabt. Jetzt ist sie die Kandidatin der Fraktion. Wie ist das abgelaufen? Ja, zum einen, sie hat einfach einen sehr guten Start hier hingelegt, hat die Fraktion gleich von Anfang an mit an Bord genommen und ist auch gleich als allererstes hier nach Straßburg in unsere Fraktion gekommen. Aber klar ist auch, die Mehrheit in unserer Fraktion hat sich gewünscht, dass wir unseren Spitzenkandidaten Manfred Weber auch zum Präsidenten der Europäischen Kommission wählen. Nur wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Rat Staats- und Regierungschefs wie Macron, Sanchez, Orban und im Europäischen Parlament Sozialisten und Liberale das verhindert haben. Aber dann ist auch klar, gegen uns ist in Europa keine Mehrheit möglich und damit wollen wir als stärkste Kraft auch den Kommissionspräsidenten stellen und da ist Ursula von der Leyen eine sehr gute Lösung.